Eintracht-Legenden unter sich und Spielzug ist mit dabei. Kruse trifft Nachtwey, der eine Idol der 90er Jahre, der andere, Norbert Nachtwey, ließ die Fans in den 70ern und 80ern jubeln. Mittlerweile gibt er sein Wissen an die Kids in der Fußballschule der Eintracht weiter. Manchmal ein harter Ton, aber wie gesagt, es sind relativ junge Kids und dann kommen natürlich die Streicheinheiten auch dazu. 32 Jahre. Weißt du, wie denn da aussieht? Wie Lothar Sippel. Ja, auch, Mann. Nachtwey gewann beinahe alles, was es auf Vereinsebene zu gewinnen gibt. Deutscher Meister, Pokalsieger, UEFA-Pokalsieger, nur das Finale im Europapokal der Landesmeister mit Bayern 1987 gegen Porto ging verloren. Aber das ist Vergangenheit, die Gegenwart heißt Eintracht und macht richtig Laune. Es macht Spaß im Moment, die Mannschaft zu sehen. Jeder Punkt ist wichtig, erstmal gegen den Abstieg. Und was nach oben rauskommt, dafür sind wir ja alle sehr dankbar. 123 Spiele für die Eintracht, 202 für die Bayern. In Nachtweys Brust schlagen zwei Herzen, eines für die Hessen, eines für die Münchner. Und das ist auch gut so. Alles wunderbar, meine beiden Vereine stehen oben. Was Besseres kann man sich nicht wünschen. Super, das kann so weitergehen.